Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute. Landwirtschaftssimulator 2017 geht hier in die nächste Runde auf der nordfriesischen Marschmap. Das Wochenende neigt sich schon wieder dem Ende. Sonntagnachmittag, wenn ich jetzt richtig bin, in der Aufnahmevorplanung. Ich denke, sollte hinhauen. Wir wollen jetzt Forstwirtschaft natürlich zu Ende betreiben. Wie ich es in der ersten Folge und gestern schon gesagt hatte, es wird Zeit, dass wir das ganze Holz mal jetzt aus dem Wald sammeln und das Sägewerk wieder zum Laufen bringen. Das kriegen wir auch hin, glaube ich. Dafür bringen wir den erstmal weg. Wir sammeln, holen uns einmal hier den Holzsammeltrailer. Dann müssen wir noch mit dem LKW und zwei Trailern am besten dahin zum Hackschnitt zu sammeln. Also hier wegsammeln, auffüllen, was auch immer, Zellstofffabrik bringen. Aber es war ein Wochenende, wo wir kein Geld verdient haben, sondern tatsächlich mal nur Geld ausgegeben haben. Kann natürlich auch mal vorkommen. Und jetzt wollte ich gucken mit euch, haben wir hier einen Hof zur Holzindustrie? Nee, oder haben wir es Üb genannt? Ja. Ich weiß nicht genau. Überführung. Ja, fährt den richtigen Weg, sehr schön. So, denn unsere Sämaschinen, das machen wir morgen alles. Da kommen wir heute nicht zu. Wir müssen aber noch den LKW haben. Den können wir nämlich auch dann schon eigentlich mal losschicken. Wo hatten wir den? Ach ja, genau, bei der Dünger. Bei der Düngerherstellung steht er noch mit dem Fortuna-Trailer am Abladen. Den LKW brauchen wir, weil für Hackschnitze brauchen wir den doppelten Ladung. Das macht sonst keinen Sinn. Kann noch einmal schnell hier auffüllen. Ach, können wir gar nicht, der ist komplett leer. Ist auch nicht schlecht. Stellen wir den hier erstmal rein. Ein ganz kleines Stück zu früh. So kriegen wir das hin. Dann können wir nämlich den auch gleich in den Führungskurs zur Holzindustrie zuweisen. So, zwei Trailer hatten wir hier vorne irgendwo rumstehen. Genau, die brauchen wir dafür. Okay, der war wieder durchdrehende Reifen, das heißt für uns, er ist am Ziel angekommen. Dann kriegen wir tatsächlich doch heute noch ein bisschen, kriegen wir das Ganze noch produktiv. Also, alles rausschmeißen, was er hier komisches drin hat, Kompost oder was auch immer. Dass wir das Üb und mal Hof genannt haben, das ist natürlich verwirrend. Übhof zur Holzverarbeitung. Ach, der startet hier vorne. So, macht sich auf den Weg. Gut. Anfahren einlassen. Ja, ihr wisst, jetzt geht es erstmal darum, Holz zu sammeln. Wenn denn unsere ganze Industrie hier wieder läuft, geht es natürlich jetzt in den nächsten Tagen, also in der Woche bis zum Wochenende darum, viel. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das noch ging. Linke Seite ist aktiv. Start Autoload ist bei dem B. Ja, also ganz viel Industrie zu tun, die ganzen Warenherstellungen. Da wollen wir mal wieder gucken, was wir denn überall an Leerpaletten verteilen können. Wird also einiges sein. So, guck mal, volle Ladung. Na, machen wir mal kurz Spanngürtel anbringen. Dann hält das Ganze auch bombensicher hier. Außer der eine, der so ein bisschen blöd rausguckt. Ah, da kommt schon der LKW. Das klappt doch immerhin. Das ist schon mal schön. So, Spanngürtel lösen. Taste L. Abladeseite bei dem ist jetzt auch links, ne? Taste X war das bei dem. Ja, genau. Ja, die haben wir jetzt ein bisschen zu weit weg, aber die müssen eigentlich noch reinpassen.
Das ist eben das Schöne jetzt. Einfach hier so ein bisschen Richtung Trigger schieben und zack, sind sie drin. Wir müssen auch auf die Digitalanzeige nochmal achten im Sägewerk. Da scheint auch irgendwas nicht ganz mehr zu stimmig zu sein. Ja, die kann halt nicht mehr arbeiten, die Pelletsfabrik, weil sie keine Leerpaletten hat. So, warten wir mal kurz. Holen wir uns erst nochmal den LKW. Den Fahrer entlassen. Die Bäume, die waren früher noch nicht da. Deswegen bleibt er hier hängen. Achso, ja, gut, wir können auch den Kurs gleich rausschmeißen. So, eigentlich dürfte das Sägewerk gleich wieder die Arbeit aufnehmen. Ja, hören wir schon. Sägewerk arbeitet. Sehr gut. Dann stellen wir den gleich so passend hin, dass wir hier wieder auffüllen können. Ist nur eine Umladung. Denn geben wir schon mal ab, oder? Kommt ja vielleicht noch ein bisschen Nachschub. Das Sägewerk. Jetzt gucke ich mal schnell, welche Digitalanzeigen verwunscht ist. Also, Brennstoffe wird gerade aufgefüllt, das passt. Holz passt auch. Bretterpalette passt doch auch. Hackschnitzel passt auch. Also ich sehe jetzt keinen Fehler. 266 oder steht hier eine andere Zahl? Nö, passt auch. Nö, sieht alles bei mir, sieht alles stimmig aus. Gut. Machen wir noch voll. Dann haben wir bestimmt vielleicht vorne auch noch ein bisschen was zu holen. Und dann können wir den einmal, laden wir schon mal den Kurs für Hack zu Zellstoff und Hafen. Ein Beladen am Startpunkt Trigger. Da steht jetzt ein bisschen zu weit weg, ne? Passt schon fürs Erste. Bei der Leerpalettenfabrik haben wir bestimmt auch ein bisschen was über. Aber das wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein mit dem Doppelgespann. Oh ja, müssen wir sogar dringend. Müssen wir hier ran. Die funktioniert ja heute eh nicht mehr. In der heutigen Aufnahmesession. So, oder? Dann schmeißen wir das in die Pelletsfabrik, ganz dringend. Dann können zumindest ein paar Pellets, eine Pelletspalette hergestellt werden, nur zwei. So, ne? Dann kriegen wir den auch ein bisschen leerer. Das dauert einen kleinen Augenblick. In der Zwischenzeit holen wir unsere zweite Ladung Holz aus dem Wald. Wir müssen mit ein bisschen laufen. Motor läuft ja noch. So, Obacht im Wald. So, hier ist alles sauber. Fahren wir hier weiter. Können wir diesen Haufen noch einsammeln? Vielleicht. Zack, 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 zack. Setzt sich an, Start Autoload. Doch, Start Autoload. Jetzt hat er ihn gefunden.
So, auch hier würde ich jetzt nochmal so ein bisschen was draufpacken. Schnell ein paar Spangauto rum, bevor noch mehr wieder runterfällt. So, was macht Feld? 14. Oh ne, der eine ist stehen geblieben. Oh, Leute. Naja, 5 Minuten haben wir noch, um das Feld fertig zu kriegen. Spanngürtel können wir wieder losen. Sind wir jetzt ja am Ziel angekommen. Und dann drücken wir hier wieder schön Taste B. Na, erstmal müssen wir zu uns sagen, Taste Z. Ja, X, ne? X war abladen. Ah, leicht durcheinander geraten. Ganz leicht. So, was ist los mit dir hier? Pronto. Pronto. Einmal umdrehen. Und weiterarbeiten. Kann wohl nicht wahr sein hier. Quirulant. Nicht das erste Mal. Hier gibt's Raps. Das gute letzte Feld von uns, was uns aktuell gehört, was jetzt angepflanzt wird, das wird da wohl hoffentlich jetzt auch was werden. Na, wechseln wir einfach zur Holzverarbeitung und sind wir... Na, okay, nehmen wir den. Den wollte ich nämlich eigentlich. Na, guck, ist schon voll da jetzt das Lager. Jetzt können wir alles, was wir jetzt holen, ist Zusatz. Das war knapp. Ach so, er steht jetzt hier und wartet eigentlich darauf, dass wir ihn zum Hackschnitzel... Zellstofffabrik in den Hafen schicken. Einfach einstellen. Sieht so aus, als hätte er schon den richtigen Punkt erreicht. Dann können wir die ersten Bretterpaletten vielleicht holen. Was machen wir sonst nächstes Mal? Machen wir morgen. Ist nämlich nicht viel fertig. So, jetzt haben wir hier erstmal, da haben wir richtig viel Haufen. Das kriegen wir schnell wieder voll. Und jetzt könnten wir eigentlich gleich erstmal irgendwo schön aufstapeln, das Ganze. Aber dafür müssen wir natürlich sammeln. Ich weiß nicht, warum man manchmal nicht sammelt und manchmal sammelt. Spanngurte rum, wobei wir fangen jetzt an, das Ganze hier schön aufzustapeln. Ne? Dafür ist es immer ganz sinnig, wenn man hier zum Beispiel mal anhält, das Ganze einmal ablädt. Damit das ein schöner Stapel wird. Dann laden wir alles wieder auf, ohne uns zu bewegen. Wir bewegen höchstens hier das Holz ein bisschen. So ist er nicht am Aufladen. Genau so. Und jetzt können wir überlegen, ob wir das hier zum Beispiel stapeln. Weil hier ist eine schöne Fläche eigentlich. Oh, jetzt haben wir einen so einen blöden da, ne? Ja, also perfekt liegt der Haufen nicht. Aber, ja, das ist eigentlich, liegt es nur an diesem einen oder an den zweien. Das Ganze hier so ein bisschen kaputt machen. Die nehme ich einfach mal weg und lege sie selber wieder oben drauf, halbwegs. Ein bisschen weiter vielleicht noch schieben und dann ist es gut. Und das sieht dann gleich schön aus, wenn wir da noch, vielleicht noch eine Ladung mehr hingebracht haben oder zwei. Also holen wir mal gleich hier weiter. Das sieht gut aus. Dann laden wir hier wieder alles ab.
Aber sah ja fast so schon gut aus. Laden alles wieder auf. Wenn es in der gleichen Reihe, wie gesagt, in der gleichen Breite verteilt ist, laden vielleicht mal kurz Stopp, dann verteilt sich das schön, laden wieder weiter. Hier die zwei können auch noch dazu, die dicken Stämme. Sagen laden Stopp. Versuchen halbwegs ungeschoren zum Haufen hier zu kommen. Versuchen die gleiche Höhe zu kriegen und laden ganz einfach ab. Und so macht man sich so nach und nach so einen schönen Haufen in Anführungsstrichen. Irgendwie klappt das heute noch nicht ganz so gut. Seht ihr, jetzt rollt da ein ganzer Teil von weg. Aber wir haben immer noch eine ganze Menge. Ich glaube, ja, es gibt dann auch noch morgen so ein bisschen Restforstarbeiten. Dann müssen wir den Rest noch hier aus dem Wald rausholen. So, einmal hier rüber. Zack, zack, zack. Taste B, Rest auch noch aufladen. Ja, der ist ein bisschen zu hoch, der Poller hier, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Sowieso umgeben hier von hohen Pollern. Und die Ladung würde ich jetzt noch direkt zum Sägewerk kippen. Damit da, sobald er dann, ne, das Sägewerk ein bisschen was verbraucht hat, er sich gleich wieder neue Stämme zieht. Das reicht erstmal. Und das andere kommt dann hier noch, wie gesagt, auch auf den Haufen. Das, was da noch liegt, das machen wir dann morgen oder übermorgen. Wir werden dann eben die Sämaschinen. Ups, oh nein, das war noch richtig dämlich. Da hatten wir noch Taste B noch an. Der arbeitet auch recht schnell, also morgen müssen wir noch ein paar Bretterpaletten einmal zur Leerpalettenfabrik rüberbringen. So, B aus. X an. Gut, gut sieht das aus. Ja, wir kommen zum Ende der heutigen Folge, liebe Leute. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen Holz gesammelt. Die zwei, drei Ladungen holen wir uns beim nächsten Mal. Dann müssen wir aufräumen. Feld ist aus Nummer 14. Ist dann auch so gut wie fertig. Hier nochmal zum Ende sozusagen unser kleiner Holzhaufen mit dem Sammler. Ganz schick. Die sind sie noch nicht begegnet. Die machen die letzten Bahnen hier. Der muss dann aber nicht unbedingt nochmal zurückfahren, ne? Könnten wir eigentlich schon rausnehmen, einklappen und sagen Feierabend. Wir haben also eine riesige Reinigung vor uns, oder? Wir machen einen Waschanlagentag. Was kostet die Waschanlage überhaupt? ...150.000. Wir könnten die zum Beispiel, die ist nämlich gar nicht so groß, hier ganz entspannt hinsetzen und könnten hier dann alles, was hier immer so vorbeifährt, ja, könnten wir dann ganz entspannt säubern. Obwohl, ganz entspannt, ich finde, so toll ist die Waschanlage auch irgendwie nicht, weil die ist relativ langsam. 1, 2, 3, 4 Düngerheinis. Oh, hier, der Mercedes. Der Mercedes hat alles zu Hackschnitzel gebracht, kommt auf jeden Fall leer zurück. Dann können wir nochmal beim Palettenverkauf den Rest aufnehmen und gucken, wie viel noch über ist. Gucken wir uns alles morgen an. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Danke fürs Zuschauen, danke für den Like, danke, dass ihr dabei wart. Und tschüss.